Hey Freunde, seid mir gegrüßt, willkommen zurück im Cockpit des AH-64D. Wir werden uns heute endlich in die Lüfte begeben, aber bevor wir uns in die Luft begeben, müssen wir erstmal rückwärts ausparken. Der Albtraum eines jeden Fahrschülers. Wir sind von drei Seiten eingeengt und müssen hier erstmal irgendwie raus. Wir stehen aber dafür schon, naja, mehr oder weniger direkt neben einer Piste, nämlich die verläuft so in diese Richtung da hinten ungefähr. Die gute Nachricht beim Ausparken ist, der Apache, der steht auf Reifen. Das heißt, wir können rollen. Und nicht nur das, denn er hat auch noch ein Spornrad, ein bewegliches Spornrad. Kann man vielleicht schon ganz gut sehen an dem kleinen Spornrad da hinten. Wir können dieses Spornrad nämlich verriegeln oder entriegeln. Und oh Schande, ich habe nach dem Startup vergessen, fällt mir gerade erst auf, die APU auszumachen. Das hole ich mal eben schnell nach. Und dann wird es auch ein kleines bisschen leiser. So sieht das doch besser aus. Bevor ich über den Standby-ADI wundert, ich habe versucht, den zu entsperren, aber irgendwie funktioniert das hier. Jetzt geht's auf einmal. Lustig. Ich habe es vor einer Minute noch genauso versucht, jetzt ging es nicht. Okay, zurück zum Spornrad. Hier oben steht gerade Tailwheel Lock Selected. Das heißt, unser Spornrad ist gesperrt. Das verharrt gerade ziemlich genau in dieser Position, wie wir es am benachbarten Apache sehen, und kann sich dort nicht bewegen. Es ist halt schlicht und einfach gesperrt. Wenn ich das Spornrad entsperre, dann kann es sich frei bewegen und mit Hilfe meiner Pedale kann ich die Richtung beeinflussen, in die ich rolle. Wie rolle ich ganz prinzipiell? Indem ich ein ganz kleines bisschen das Collective anhebe und dadurch ja ein kleines bisschen leichter auf den Reifen werde, ungefähr bis hier so, naja, zwischen 25% und 35% Torque stehen, je nach Umweltparametern quasi. Und dann nutze ich das Cyclic zurück, um nach hinten zu rollen, und nach vorne, um nach vorne zu rollen. So einfach ist es eigentlich schon. Und das nutzen wir erstmal, um jetzt hier auszuparken. Vorsicht beim Ausparken. Ich werde gleich so rückwärts ausparken, dass wir quasi hier hinten reinfahren. Allerdings, wenn wir uns den Apache nebendran einmal angucken, und ich mache das I-Hats dazu einmal aus, damit man alles besser sieht, wir sitzen ungefähr auf dieser Höhe. Und das heißt, wir haben einen ewig langen, riesigen Ausleger nach hinten. Wenn ich zu wenig nach hinten rolle und dann eindrehe, werde ich mit diesem Ausleger hier dran stoßen. Das möchte ich natürlich vermeiden. Also, wie beim Auto, ne? Oder auch beim Motorrad oder womit man sonst so rückwärts fährt, habt ein Auge nach hinten. Und das ist hier mit so einem zig Millionen teuren Kampfhubschrauber sicherlich ein bisschen dämlicher, wenn man damit irgendwo aneckt, als wie mit dem Fahrrad. Im Normalfall würde wahrscheinlich auch, also ich denke nicht, dass in echt jemand einfach so einen Apache rückwärts rollen lässt und damit rückwärts ausparkt. Ich denke, da würden irgendwie Leute stehen, die Anweisungen geben, was der Pilot gerade machen soll. Aber machen wir es. Statt auf die Zahl hier gerade im I-Hats können wir natürlich auch hier unten drauf gucken. Da möchte ich so, naja, so um die 25% bis 35% halt einfach mal ein bisschen leichter machen. Was haben wir hier? Ja, 24, 25, das könnte schon reichen. Parkbremse lösen, ganz wichtig, haben wir eigentlich im Kaltstartteil schon gemacht. Und ohne das Tailwheel jetzt zu entsperren, kann ich jetzt einfach schon das Cyclic nach hinten nehmen und ich rolle schon rückwärts. Möchte ich bremsen, kann ich das mit dem Cyclic nach vorne tun. Und möchte ich wieder nach vorne, drücke ich halt das Cyclic nach vorne. Und schon rolle ich. Es gibt auch Radbremsen. Und die kann ich dementsprechend auch nutzen, würde ich allerdings nicht mehr bei zu hohen Geschwindigkeiten nutzen, weil man sonst natürlich Gefahr läuft, dass der Helikopter in eine Richtung hinüberkippt. Gut, ich entsperre mal das Tailwheel. Hier steht gerade Tailwheel Lock Selected, also es ist gesperrt oder verriegelt. Ein Druck hier drauf, der Knopf mit der Beschriftung Tailwheel. Wenn man einmal drauf drückt, kommt da auch die grüne Leuchtschrift Unlock. Und hier steht jetzt auch Tailwheel Unlock Selected. Das heißt, jetzt ist mein Spornrad Castring, also quasi frei schwingend. Und nee, nicht noch mehr Collective, das sollte reichen, damit wir sehr leicht sind. Cyclic nach hinten und ein bisschen vorsichtig in die Pedale getreten. Wir sehen, da gehen wir schon ziemlich rum. Die Pedale sind echt sensibel, also da nicht zu viel reintreten. Ihr seht, dass ich hier nur gerade ganz leicht reintrete und auch gut gegensteuern muss, um hier irgendwie gerade zu bleiben und auszuparken. Das ist wie einer ordentlichen Tiefgarage hier. So, Cyclic jetzt nach vorne und so ein bisschen da rumrollen. Nicht zu schnell werden, nicht zu schnell rumdrehen, sonst stößt der Ausleger hinten an. Aber ich glaube, da sind wir ganz gut rausgekommen. Und so kann ich halt auf dem
Boden quasi rumrollen. Die Gefahr mit dem Tailwheel ist, dass sich das nicht direkt wieder locken lässt. Ich kann den Knopf zwar reindrücken, dann passiert aber auch erstmal nichts, denn das Tailwheel muss gerade ausgerichtet sein, damit es gelockt wird. Wir können mal einmal in die Außenperspektive springen und sehen hinten, okay, es ist schon gerade ausgerichtet und hier passiert auch absolut gar nichts mehr, wenn ich den Helikopter rumreiße. Da schleife ich nur noch übers Gummi. Das heißt, gerade ist es sogar einigermaßen gut gesperrt. Eventuell kommt die Anzeige auch erst wieder, ja, wenn wieder genug Gewicht drauf ist. Da habe ich gerade so ein bisschen das Kollektiv runtergenommen. Wenn ich das nochmal anlocke und jetzt nochmal so ein bisschen nach vorne rolle, dann muss ich wahrscheinlich wieder mehr Kollektiv geben. Ein bisschen nach vorne und mal so ein bisschen links rum und ich drücke diesen Lock-Knopf. Passiert hier, jetzt Vorführeffekt, ne, jetzt passiert's. Wenn das, okay, dann nur theoretisch, wenn das Spornrad gerade eingeschlagen ist, also wenn es in eine Richtung eingelenkt ist, dann greift dieser Verriegelungsmechanismus erst, wenn das Spornrad das nächste Mal gerade ausgerichtet ist. Also ihr könnt es damit nicht in einer beliebigen Position festhalten. Ich möchte es nochmal kurz anlocken, damit wir uns einmal gerade auf diese Piste ausrichten. Und denn das war es im Prinzip schon zum Rollen. Die zweite Art des Rollens, mehr oder weniger, die zweite Art der Fortbewegung in Bodennähe, möchte ich es vielleicht eher nennen, ist das Hovern. Wir können natürlich auch so eine Art Hover-Taxi machen, indem wir halt über den Boden schweben. Also richte ich mich mal ungefähr gerade hierhin aus, Tailwheel einmal locken, Kollektiv runter. Wir stehen sicher auf dem Boden. Ich mache mit der Taste I mein iHeads wieder an, denn das wird jetzt, naja, kurz wichtig. Ich habe kurz überlegt, ob wir einen eigenen Teil zu den HDU-Modi machen, aber ich denke, wir machen das, was wir brauchen, einfach on the fly mit. Und heute brauchen wir einen dieser Modi. Wir brauchen dazu einen Knopf, eigentlich zwei Knöpfe, den Symbology Select Switch Up und Down. Depress brauchen wir heute nicht. Mit dem Symbology Select Switch Up and Down kann ich durch verschiedene iHeads-Modi durchschalten. Wir sind in diesem Modi, das ist der Transition Mode. Ganz prinzipiell gibt es einen Modus für den Reiseflug, einen Cruise-Modus, dann einen Transition Mode für die Transition zwischen Cruise und Hover und da gibt es einen Hover-Mode. Also eigentlich zwei Hover-Modus, wir gucken uns den zweiten, glaube ich, so gleich mal eben im Vorbeigehen mit an. Wir sind gerade im Transition Mode, das ist der Modus mit Kreuz und einer gestrichelten Horizontlinie. Einmal Symbology Select Switch nach vorne, geht's in den Cruise-Modus. Da hat man eine Pitch Ladder und eigentlich auch einen Flight Path Marker bzw. Total Velocity Vector, der natürlich gerade nicht zu sehen ist, weil wir bewegen uns ja im Moment nicht. Nochmal Symbology Select Switch nach vorne. Damit wechsle ich einfach zwischen Cruise und Transition, je öfter ich diesen Symbology Select Switch nach vorne drücke. Mit dem Switch nach hinten lande ich im Hover-Mode. Hier habe ich immer noch ein Kreuz und keine Horizontlinie mehr. Dafür noch einen kleinen Kreis. Und der kleine Kreis erklärt sich am besten im Hover. Nochmal Symbology Select Switch nach hinten und ich kriege noch ein Oktagon dazu. Das klucken wir uns gleich an, wenn wir rumhovern. Wir möchten also in diesem Modus. Drückt den Symbology Select Switch nach hinten, bis ihr keine Horizontlinie mehr seht und kein Oktagon. Jetzt möchte ich den Helikopter kurz ein bisschen vorbereitend austrimmen, denn ich möchte jetzt als erstes einen Hover-Check machen. Trimmung hatten wir schon in einem eigenen Teil und ich trimme den Helikopter jetzt, dass diese kleine Raute, na so ungefähr hier unten in der Ecke des großen Kreuzes liegt. Und dazu noch ein bisschen linkes Pedal. Schon bin ich, vorbereitend einigermaßen getrimmt. Und der Hover-Check, da möchte ich mich jetzt einfach nur in Hover begeben, so ich sag mal 3 bis 5 Fuß Höhe über Grund. Die Höhe kann ich hier ablesen in meiner Side. Und da möchte ich mich so trimmen, dass ich prinzipiell die Kontrollen auch mal kurz loslassen könnte, ohne dass mir der Helikopter direkt in irgendeine Richtung abgeht. Und das heißt, ich erhöhe jetzt das Kollektiv und wir gucken mal, wann wir leicht werden und wohin ich denn steuern muss. Mein Daumen hier oben ist übrigens auch schon am Trimknopf, ne? Also ich muss nur den Trimhead nach oben drücken, schon trimme ich. Da bin ich also auch schon vorbereitet. Mehr Kollektiv, der Helikopter will so ein bisschen nach links, wir sehen schon, der kommt ein bisschen nach hinten. Und jetzt muss ich linkes Pedal ein bisschen dazu geben. Noch ein bisschen mehr Kollektiv, wir haben noch keine Höhe, wir sind bisher nur leicht. Und
da haben wir doch 3 Fuß Höhe, das ja ein bisschen höher können wir ruhig noch, damit wir nicht so sehr in Gefahr laufen, dass unser Ausleger hinten aufsetzt. Ah, 6 Fuß Höhe, super, dann suche ich mir jetzt eine angenehme Position, bei der ich einigermaßen auf einer Stelle bleibe. Und trimm und einmal kurz die Trimmung loslassen. Was heißen diese ganzen Anzeigen, die sich jetzt hier bewegen? Die sind, naja, nicht ganz so exklusiv für den Hover-Modus, aber schon irgendwie so ein bisschen. Der Kreis gibt mir die Beschleunigung an. Also steht der Kreis hier links vorne, beschleunige ich gerade nach links vorne. Steht der Kreis hier links hinten, beschleunige ich gerade nach links hinten. Der dazugehörige Strich, der wird in dem Modus na so ziemlich immer an dem Kreis dran sein. Denn das ist nicht meine Beschleunigung, sondern mein derzeitiger Geschwindigkeitsvektor im wahrsten Sinne des Wortes. Und im Hover-Modus ist, ja, versucht man eigentlich, diese beiden Anzeigen so ein bisschen zu verfolgen und einfach zentriert in dem Kreuz in der Mitte zu halten. Sind beide Anzeigen zentriert im Kreuz in der Mitte, heißt das nämlich, ich habe keine Beschleunigung in irgendeine Richtung und keine Geschwindigkeit in irgendeine Richtung. Ich bewege mich also in gar keine Richtung und der Helikopter ist stabil über einem Punkt am Boden. Da ist auch der zweite Hover-Modus, einmal Sensor Select Switch Aft, der kommt damit ins Spiel. Der designiert nämlich einen 12 Fuß großen Kreis um die Position herum, die in dem Moment erfasst wurde, als ich den Sensor Select Switch nach hinten gedrückt habe. Das ist also eine Positionsanzeige von dem Punkt, über dem ich schweben möchte. Da sehe ich also, wo dieser Punkt sich befindet, zusätzlich zu den beiden schon vorhandenen Anzeigen. Und das ist gar nicht so einfach, den Helikopter hier so still zu halten, während man redet. Ich drücke nochmal Sensor Select Switch Aft, damit wir wieder im normalen Hover-Modus sind. Und diese beiden Anzeigen sind unglaublich sensibel. Die gehen auch nur bis ungefähr 6 Knoten rauf. Wenn wir hier mal ein bisschen in eine Richtung gehen, sehen wir, hier so bei 6 Knoten macht es Tack. Der schlägt quasi an die Oberkante an und wandert dann einfach wieder in die Mitte. Ein unglaublich sensibler Modus. Aber wir haben einen Hover-Check damit gemacht. Und das heißt, die Kontrollen sind gerade unglaublich leichtgängig für mich. Ja? Ich muss den Stick hier, also meinen richtigen physischen Joystick, nur so ganz knapp um den Mittelpunkt herum bewegen. Der Helikopter ist gerade aus meiner Sicht ziemlich gut getrimmt. Und damit kann man dann auch endlich mal abheben. Dazu setze ich den Helikopter nochmal einmal wieder ab. Und wir können uns um den Takeoff kümmern. Takeoff geht natürlich auf 2 Arten. Entweder aus dem Hover heraus, Fahrt nach vorne aufnehmen und halt abheben, oder einen Rolling Takeoff. Machen wir es zuerst aus dem Hover heraus, weil der Helikopter gerade so schön ausgetrimmt ist. Also, ich nehme den Helikopter wieder auf. Und jetzt muss ich schlicht und einfach nur die Nase ein bisschen nach vorne nehmen, um Fahrt aufzubauen. Dabei ein bisschen mehr Kollektiv geben. Und irgendwann werde ich abheben. Ich drücke den Symbology Select Switch einmal nach vorne, um in den Transition Mode zu kommen. Das ist die 2. Anzeige quasi. Ist wie der Hover Mode, nur nicht ganz so sensibel. Ich habe einen Kreis für die Beschleunigung. Ich habe den Strich für meinen Geschwindigkeitsvektor. Und ich habe hier oben auch einen Flight Path Marker. Den kann ich natürlich dann in Pistenrichtung halten. Und jetzt bewege ich einfach meine Kontrollen, um mehr Fahrt aufzunehmen. So ab 40 Knoten rum kann man dann in den Cruise-Mode gehen, nochmal Symbology Select Switch nach vorne. Und eigentlich bin ich abgehoben und jetzt kann ich mir den Karren halt auch ordentlich zurecht trimmen und kann meinen Reiseflug quasi fortsetzen, wenn man so möchte. Üblicher Cruise-Speed im Apache sind 120 Knoten, meine Geschwindigkeitsanzeige ist hier, wir fliegen gerade 72 Knoten. Und damit sind wir aber einfach mehr oder weniger aus dem Stand entlang einer Piste abgehoben. Die 2. Art, auf die wir abheben können, ist schlicht und einfach nicht aus einem Schwebeflug heraus, sondern rollierend. Also wir rollen jetzt gleich einfach die Piste entlang und heben dann ab. Davor mache ich aber, so wie gerade eben, nochmal einen Hover-Check. Stick in ungefähre Trimmung bringen, Paddles in ungefähre Trimmung bringen, einmal kurz aufnehmen. Ja, wir werden schon leichter, da gewinnen wir an Höhe. Das hat sich nach einer guten Trimmung angefühlt. Wieder absetzen, am besten so gerade wie möglich, aber wir rollen ja gleich eh noch. Und im Prinzip machen wir das jetzt wie beim Rollen am Boden. Also ich nehme das Collective etwas hoch.
Wir gewinnen an Fahrt, möglichst mit verriegeltem Tailwheel, denn ich kann auch so immer noch mit Pedaleingabe ein bisschen mich rumdrehen. Und wir gewinnen jetzt einfach erstmal an Fahrt. Ein bisschen mehr Collective. Und so bei ungefähr 40 Knoten kann ich dann noch mehr Collective geben. Den Stick ein bisschen zurücknehmen und sollte damit relativ automatisch abheben. Ungefähr 40 Knoten, mehr Collective, Stick zurück. Und wir sehen, wir gewinnen an Höhe. Symbology Select Switch nach vorne, um in den Cruise Mode zu kommen. A Flight Path Marker möglichst entlang der Piste platzieren. Ein bisschen mehr Collective, um noch mehr Höhe zu gewinnen. Und wir sind damit erfolgreich abgehoben. Ich gehe in einen möglichst aerodynamisch stabilen Trim. Und wir können unseren Flug fortsetzen. Damit haben wir uns den Takeoff auf die beiden möglichen Arten angeschaut. Und ihr solltet mehr oder weniger sicher es in die Lüfte geschafft zu haben. Das ist, wenn man das selber macht, auch diese ganze Sache mit dem Hovercheck, das braucht Übung, aber das ist einfacher, als es aussieht. Beim Zugucken, finde ich immer, sieht das unglaublich schwierig aus, vor allem das Hovern. Das braucht aber einfach nur Übung. Wenn ihr das erste oder zweite oder dritte Mal versucht, verzweifelt daran nicht sofort. Bleibt da einfach am Ball, übt das weiter. Irgendwann kommt dieser Moment, da macht das Klick und auf einmal könnt ihr das Teil hier super stabil halten. Das ist dann ein immer wieder sehr befriedigender Moment. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, das zu üben und auszuprobieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!